Und damit willkommen zurück zu Witcher. Heute ist Dienst Mittwoch? Mittwoch. Für euch. Für mich ist noch Samstag und für Freddy auch immer noch. Ist es Samstag? Ja? Oh. Cool. Und die Katzen sind da. Es ist abends. Ich hätte sie füttern sollen. Okay, wir fragen sie jetzt mal aus. Wir fragen allerdings erstmal, sind wir uns schon mal begegnet, weil sie vielleicht geiler ist ein bisschen. Nice, Sind just by wir the uns way. schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von Ihnen euch helfen. Ich wüsste trotzdem gerne, woher wir uns kennen. Vielleicht hatten wir was miteinander. Vielleicht. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alwin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Wir kennen sie ja. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Ich auch nicht. Wir sprechen uns noch. Juti. Oh, sie ist tot? Oh nein, sie ist gestorben. Wer? Ja, hier die Cutie. Hier die Mutter. Aber deren Leichen. Ah, Das habe doch. ich fast gedacht. Wieso hast du fast gedacht? Na, ich habe es fast gedacht, nachdem sie von Hunden zerfleischt wurde vor der Tür. Ja, aber sie ist halt in der Tür. Nein, das ist einfach nur. Bargestschädel. Baguettes sind die Hunde übrigens. Der Schädel eines Bargests. Es gibt viele Kaufleute, die so etwas mit Freude aufkaufen. Okay. Und Ektoplasma. Irgendein Zahn von so einem Vieh noch? Nein, ich wollte das da. Ein Bestienfangzahn. Gut, dann haben wir hier alles gelootet. Ich war am Überlegen, ob ich mir noch einen HD-Patch installiere. Erstmal sehe Gibt's ich die einen? Mauern von Ja. Temeriens Hauptstadt. In der Gruft hausen Ungeheuer. Visimas Tore sind geschlossen. Hast nicht Lust, mal zu gucken, wie man installiert, das einfach ist, ob ich das hinkriege? Nee, krieg's nicht hin, ohne nachzugucken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Visimas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was?
Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Okay, der Verkauf wirst du fressen. Kann verkauft oder einer Frau geschenkt werden? Wo waren das Gänseblümchen jetzt? Gänseblümchen. Wie viel Geld habe ich? 38. Okay. Ach, die Idee kann ich mir gar nicht leisten. Oh, der fiel dabei, was ich mir nicht leisten kann. Kann ich was verkaufen bei dem auch? Ich kaufe nur bestimmte Waren, die Händler, also... ich sehe das schon, er kauft viel Essen. Sollte ich Essen verkaufen oder brauche ich das? Kannst du eigentlich verkaufen, also ich habe da echt ganz selten was gegessen mal. Das ist nicht also ein bisschen wert, was kann man... Blaubeeren sind nur einen wert, willst du mich verarschen? Aber ausgenommener Fisch 4. Belegtes Brot mit Huhn 4. Gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Kohle. Guti, dann. Also, Geld kriegst du eigentlich ziemlich leicht. Das Feuer beschützt keine Sünder. Tut Buße. Tut Buße, genau. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Eine Anschlagtafel. Hinweis. Linksklick auf eine Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in eurem Inventar. Rechtsklick auf das angezeigte Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Tipp, sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Oh ja. Haftbefehl. Ein Haftbefehl für den Professor. Mensch. Der Ghoul-Vertrag. Beginnt den Vertrag eines Hexers. Was? Das sind Aufgaben. Ah, okay. Ertrunkener Vertrag. Der Bargift. Also das Teil runterzuladen ist leicht übrigens. Okay, hast du installiert schon? Ich hab jetzt, kann jetzt nicht einfach 1,4 GB runterladen, aber soll man einfach nur da reinziehen. Also das solltest du vielleicht knapp noch hinbekommen. Na hallo. Ich beklaue erstmal das ganze Rohr dort, Dorf. Du musst die Verträge übrigens auch noch in deinem Inventar rechtsklicken, damit du sie aktivierst als Quest. Hatte ich mir schon gedacht. Okay, tut mir leid. Macht nichts. Schnucke. Was konnte ich mir da gerade angucken? Ach, den Schlafenden. Welchen Schlafenden ansprechen? Das ist eine Frau. Erstmal sehe ich die Mauern von Temeriens Hauptstadt. Da ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. Viel Spaß. Feuerstein, Hähnchenkeule. Mein Inventar ist jetzt schon richtig zugeklumpt. Klar, die eine Tür machen sie zu, die andere Tür lassen sie offen. Das ergibt Sinn. Wir warten auf Hilfe vom ja, normal. Mich stört, dass man nicht rennen kann. Ja, du rennst ja eigentlich schon ziemlich schnell. Ja, aber nicht ganz schnell. Ja, du musst aber, also, es gibt kaum Sachen, wo du eigentlich so richtig schnell rennen musst, also. Ich finde euch das eigentlich ganz angenehm. Wieso wird bei dir immer alles angezeigt, wenn du irgendwo hinguckst? Ich Tapper drücke, weil ich Alt drücke. Ach so, oh. Das ewige Feuer wurde übrigens auch beschrieben. Gut, jetzt gehen wir erstmal ins Gästehaus. Bei wie vielen Minuten sind wir? 9, glaube ich. 36 hatten wir vorher.
Ja, aber wir haben 5 Minuten Pause gemacht. Achso, okay. Gasthäuser und Tavernen. Meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und Linksklick auf Meditieren. Tipp, in der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus seinem Gasthaus und jeder Taverne holen. Ah, okay, die nehmen also... Es gibt nur eine Taverne im ganzen Land, okay. Das gefällt mir. Naja, nee, es gibt nur ein Lager, da kommen immer kleine Elfen und tragen es hin und her. So kleine Mainzelmännchen machen das dann. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Eine Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihm. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter, und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Geil. Er sieht irgendwie aus wie ein Dunkelelf aus Skyrim. Naja. Wir fragen ihn erstmal ein paar Sachen. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss, voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Oh mein Gott, was ist mit deinen Augen los, Junge? Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha, typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum?
Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben. Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Die Katze, Katze, Aua. Hört sich gut an. Ja, total, die wollen gefüttert werden. Wie lange haben wir? 16. Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche... Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Okay. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Dämliche Katzen. Er ist gerade auf meinen Computer gesprungen. Sehr gut. Oder hat es zumindest versucht, ist abgerutscht, die Festplatte runtergerissen, hat das Laufwerk runtergerissen, hat mein Ladeding runtergerissen. Ich habe genug gehört. Diese Katze. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Lebt wohl. Hier schlägt sich jemand. Wo? Wo wird sich hier geschlagen? Ja, da hinten, im Hinterraum. Oh, cool! Kann man damit kämpfen? Ja. Oh Gott, ich werde so viel Zeit hier verbringen. Korb. Und ab hier ist das Let's Play beendet. Er wird nur in dieser Taverne sein, saufen, spielen und prügeln. Korb. Da. Ein Brot. Wesner Hut. Seid gegrüßt, Hübscher. Sie ist rothaarig. Sieht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal, was kann ich euch bringen? Ich sag's jetzt mal nicht, aber... Soll ich mir ein Bier bestellen oder erstmal sie ausfragen? Egal. Mach was du möchtest. Kann ich sie denn danach noch ausfragen, wenn ich ein Bier bestelle? Ich habe ehrlich gesagt noch kein Bier bestellt. Nee, Bier bestellen kommst du durch einfach ins Handelsmenü. Bier. Einen Augenblick. Das fragst du erstmal aus. Ihr seid ja sehr redselig. Ich habe auf Bier geklickt. Das geht auch. Vergebt mir, eure Schönheit raubt mir die Sprache. Vergebt mir. Eure Schönheit. Habe ich auch gedrückt. Raubte mir die Sprache. Ach, ihr wisst, wie man einer Frau schmeichelt, schöner Mann. Ah, okay, ja, dann kommt man ins, Interaktionsmenü. Ins Handelsmenü.
Was kann ich euch bringen? Bier. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein? Oh, soll ich das fragen? Oh, das ist böse. Das habe ich auch gemacht. War super. Hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein? Wie könnt ihr es wagen? Was für ein Flegel. Fickt euch ins Knie, Perversling. Ich wollte dir aber was ausfragen. Fickt euch ins Knie, Perversling. Beruhigt ihr sich auch nochmal? Weiß ich nicht. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Fickt euch ins Knie, Perversling. Nur Spaß im Spiel. Ja. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Was hat der Schankwirt gegen Hexer? Weiß ich nicht. Warum? Hexer sind Mutanten, jeder hasst Hexer. Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Bargäst? Soll ich ihm 5 Orens geben, oder? Mach halt. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen. Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein. Ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten. Wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Und es hat 5. Fick dich. Du verdienst doch genug Orens, keine Angst. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Ich brauche kein Zimmer, oder? Ich habe hier nie bezahlt. Man kann einfach irgendwo meditieren, oder? Ja, draußen ist ein Lagerfeuer. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Muss nur gerade kurz im Ohr rumpopeln mit der Silhouette, danke. Nice. Oh, bei dem kann ich echt alles lagern, das ist ziemlich cool. Würde halt die Verträge lagern, wenn du sie gelesen hast. Du kannst sie ja wegschmeißen, aber ich habe die alle gelagert. Der Bargästvertrag. Tapfere Mann dringend gesucht. Wer mir 10 Bargästschädel bringt, erhält 100 Orens. 24 Minuten übrigens. Abigail, die Kräuterlehrerin. Okay, danke. Was sind Bargästenschädel? Bargästschädel, hast du schon welche?
Ah, das sind die von Vergessen. Ertrunkenen Vertrag. Der Ertrunkenen Vertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich die Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Die Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Betrunkenen getötet wurden. Bringt ihre Gehirne, fragt nach dem Geistlichen. Was? Den kann ich nicht machen ohne den Ertrunkenen Eintrag? Ja, das meine ich mit den Quests, dass sie ein bisschen komisch sind. Also, dass man das erst alles wissen muss. Das heißt, du musst dir ein Buch erstmal holen, um zu wissen, wie du die ausnimmst. Wo kann ich das machen? Ach Gott, wo gab's denn das Buch? Ich glaube, es ist egal, ich find's schon. Ich rede ja 1000 Stunden lang mit jedem. Der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein der Alchemist. Ja, dafür brauche ich auch erst eine Chance. Gut, jetzt habe ich die 3 Dinge weggepackt. Monstrum, oder die wahrscheinlich, das habe ich schon gelesen. Der Furchtbringer habe ich schon gelesen. Das braucht man auch, um den Furchtbringer auszunehmen, oder? Nee, das wird dir, glaube ich, von Lambert oder Eskel beigebracht, wie man, oder sogar von Vesemir? Ja, von Vesemir, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht. Man was liest die Schriftrollen? Rezepte, glaube ich, oder? Soll ich die lernen? Was steht Furchtbringerblick. Diese Notiz enthalten die Formel eines Trankes mit ja, das, der mit das dem ist Auge. Okay. Den würde ich auch dann demnächst zubereiten, wenn du ihn hast, weil dann kriegst du da was Schönes von. Das Buch der Schwalbe. Weiße Möwe. Halluzinogene und hochwertiges alchemistische Grundstoff. Schwalbe. Erhöht die Vitalitätszone. Katze. Ermöglicht Nachtsicht. Oh, Katze finde ich jetzt schon super. Schneesturm. Verbessert Reflexe im Nahkampf. Nekrophages Öl. Waffenüberzug erhöht Schaden gegen Nekrophagen. Danke. So. Okay, dann kann ich die beiden auch wegpacken. Ein Schleifstein sollte ich wahrscheinlich nicht auf mein aktuelles Schwert anwenden. Das ist ein zeitlicher Bonus übrigens. Was? Ein zeitlicher Bonus, das heißt, den hast du dann für ein paar Stunden. Das heißt, wenn du irgendwie so in so eine Höhle reingehst oder so, dann solltest du einen Schleifstein vielleicht draufpacken. Mehr Schaden okay, möchtest. Also sind die wichtig? Ja, ziemlich. Dann packe ich mal die wichtigen Sachen oben hin. Alkohol ist wichtig, Fressen nach da unten, Feuerstein ist wichtig, Alkohol ist wichtig. Saphir ist wichtig, Salpeter ist irgendwas zum Salpeterisieren. Alter, wie viele Feuersteine ich jetzt schon habe, ey. Salpeter würde ich an deiner Stelle auch wegpacken erstmal. Warum? Das brauchst du noch nicht. Bis später. Okay. Also Salpeter ins Lager. Ja, würde ich erstmal machen. Damit okay, du ein bisschen mehr Platz hast. Schwalbe kommt nach oben. Toll, dass die sich nicht stacken, Alter. Doch, stacken sich, hä? Ja, die stacken sich. Gänseschmalz ist was zu essen, oder? Nee, Klingenüberzug. Gänse. Ja. Das ist auch später für Crafting. Weiße Möwe. Was machen. Schneesturm, cool. Unbekannter Trank. Was macht man mit unbekannten Tränken? Wenn du später neue Rezepte lernst, dann werden die zu bekannt. Also dann weißt du, welcher Trank das ist. Ah, okay. Aber ich kann es auch einfach so nehmen, oder? Theoretisch schon. Macht aber nicht so viel Sinn. Ja, du weißt nicht, was es ist, also von daher. Kann ja zum Beispiel ein Trank sein, dass du dann außerdem verbrennst oder so. Also, ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber. Der Glück in der Liebe hat, aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Hast du Würfel gespielt schon mal? Ja. Ich spreche mal erstmal mit dem. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Visima sind die Einsätze sicherlich höher.
Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Was ist denn der Haarige Bär? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt wohl. Ich muss gehen. Gegen den spielen wir erstmal nicht. Nicht in dieser Folge. Vielleicht in der nächsten. Trunkenbold. Was wollt ihr? Das ist eine halbe Stunde. Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins. Bis hier holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Man kann mit dem trinken? Okay, das mach ich nochmal kurz. Ach, warte, muss ich was zu trinken geben oder was? Nehmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklick während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Tipp: Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Okay. Was sollen wir trinken? Ein Tafelwasser? Nicht ganz. Kühles Blondes vielleicht. Hab ein Katwin Gold getrunken. Muss man jetzt so lange trinken, bis der andere umfällt? Ich weiß nicht. Ich hab mal ziemlich viel getrunken, war dann selber besoffen. Er hat super gesagt. Guter Versuch, Hexer. Die Sonne gegangen. Okay, du sagst, halbe Stunde ist voll? Gut. Oh, ich bin angetrunken von zwei minderschweren Alkoholdingern. Noob. Okay, gut, dann, naja, ist fast auf die Fresse geflogen. Hoffe ich, man sieht sich, morgen wieder. Und bis dann, tschüss. Tschüss.